Guten Morgen, hört man mich sehr gut. Guten Morgen, ich freue mich riesig, heute hier sein zu dürfen und versuche euch eine schöne Lebenszeit zu bieten. Das sind zwei von meinen drei Söhnen, noch ein bisschen kleiner. Und ja, ich rede heute über Mut, Mut zu großen Zielen. Und zwar deswegen, weil ich das in allen von euch sehe und ich mir sehr sicher bin, dass ihr nach den paar Minuten mit mir heute auch wisst, wieso ihr das auch könnt. Einen Moment. So. Kita, genau das passiert. Ich hatte Probleme in der Gesellschaft, nicht für mich, aber für die Gesellschaft hatte ich ein Problem. Ich habe ein Kind bekommen in München und ich habe keinen Kita-Platz bekommen, weil ich eines nicht wollte. Ich wollte mich nicht anbiedern müssen. Ich wollte nicht sozusagen jede Woche zur Kita mit einem Kuchen und sagen, mein Sohn wird ganz toll, ist ein ganz nettes Kind, wirklich nehmen Sie ihn. Also habe ich kurzerhand selbst eine gegründet. Wie Johanna schon richtig gesagt hat, ich bin Tanzlehrerin und BWLerin. Also ich habe überhaupt keinen pädagogischen Hintergrund, aber das hilft mir eigentlich am meisten, dass ich was von der Metaebene verstehe, aber nie was von dem, was da drin gemacht wird. Genau. Also, Lösung passiert, aus der Krippe wurde Kindergarten und Hort und jetzt werden da 108 Kinder betreut von 17 Betreuern, Fördermittel, Einnahmen, Ausgaben, alles wie gehabt. Dann Mami-Kreise gegründet, auch da gemerkt, Kinder werden größer. Mein Gott, ist das viel Geld bei drei Kindern, die alle größer werden. Was für eine Ressourcenverschwendung. Interessanterweise dünstet ja auch alles, was neu ist, enorm viele Schadstoffe aus. Also wenn ich mein Kind liebe und möchte, dass es gesund bleibt, dann nehme ich gebrauchtes Zeug. Also habe ich kurzerhand nach einem riesen schlimmen Moment auf einem Flohmarkt gedacht, es muss anders gehen als dieses Habgierige, das ist meins, meins, meins und dann doch wieder ausschütten vor der Kasse und habe dann das Ganze online gegründet, eben Mami-Kreisel. Es ist eine Online-Plattform gewesen. Irgendwann habe ich aber gemerkt, du brauchst die Connection zu den Menschen. Also haben wir Events durchgeführt, sogenannte Tausch-Events. Und da habe ich das erste Mal begriffen, in welchem Überfluss wir leben. Warum? Die Menschen kamen und sie durften immer so viel Kilo mitnehmen, wie sie gebracht haben. Und wir mussten teilweise 7 Tonnen Kleidung dann weiterspenden, weil das die Menschen nicht mehr wollten. Irre. Die Astronautin, ein Projekt, was ich 2 Jahre lang betreuen durfte, die erste deutsche Frau im All. Deutschland liegt ja beim Weltallthema in Diversity bei Kasachstan, weil wir noch gar keine deutsche Frau nach oben geschickt haben. Jetzt mag jeder meinen, naja gut, warum braucht es jetzt die deutsche Frau da oben, sind wir nicht global? Naja, die Frage ist, wenn man einen Jungen, meine Kinder, fragt, du, was kann man alles so werden, dann sagen die Bundeskanzlerin. Aber die sagen nicht Astronautin, weil das ist ihnen nicht bewusst. Wir haben 2 Jahre lang gemacht, getan, was wir konnten. Das Spannende war, wir haben relativ viele politische Debatten anstoßen können. Und das Schöne für mich ist, wir haben 110 Millionen Euro Presseäquivalenzwert geschaffen. Das heißt, so oft waren wir in der Presse innerhalb von 2 Jahren, dass das hätte man bezahlen müssen, haben wir aber natürlich nicht, weil wer eine gute Story hat, muss nichts dafür zahlen. So, das ist mein jüngster Sohn. Warum? Weil das ist jetzt mein aktuelles Thema. Ich möchte mit Lebensmitteln etwas für die Welt tun. Auch da Überfluss, Wertschätzung etc. Begonnen hat das Ganze mit Foodsharing. Ich also vor 10 Jahren Einzelperson, Privatperson, habe davon gehört, dass man Lebensmittel retten kann und jetzt kommt's, selbst essen kann. Und das fand ich nämlich spannend. Nicht dieses, ich rette und gebe es den Bedürftigen, auch da wieder die Hierarchie zwischen dem Bettler und dem Papa und so, sondern nein, für mich war das so, ich will Teil der Lösung auch werden, nicht nur des Problems. Also habe ich angefangen und meine erste Rettung war in einer Münchner Bäckerei. Abends 19 Uhr schließt er und ich komme dahin und was passiert? Ich rette 4 IKEA-Tüten voll Backwaren. Frischeste Backwaren, die vorher noch bezahlt wurden und dann aber weg. Warum? Weil am nächsten Tag will man halt frische essen. Aus diesem Thema, warum ich das nämlich mache, ist, denn Lebensmittelverschwendung reduzieren ist die wirksamste Maßnahme im Klimaschutz. Ich weiß nicht, ob ihr die Seite drawdown.org kennt, die lege ich euch ans Herz. Das ist sozusagen die Bibel für Eco-Entrepreneure. Da haben Wissenschaftler 200 wirksame Maßnahmen im Klimaschutz aufgeschrieben und auch methodisch belegt und studienmäßig. Und bei einem 2-Grad-Ziel, was wir anscheinend nicht mehr erreichen werden, also 1,5 ist schon weg, da sind wir die wirksamste Maßnahme im Klimaschutz. Und wisst ihr, dass allein Berlin bei den Bürgern, ihr müsst euch das so vorstellen, Lebensmittel werden erzeugt beim Bauern, dann geht es zum Weiterverarbeiter, dann zum Großhändler, dann zu den Supermärkten, dann zu den Bäckereien und Restaurants und Kantinen und hier beim Bürger schmeißt Berlin 472.000 verzehrfähige Lebensmittel weg, pro Tag. In den Haushalten, warum? Weil das sind 118 Gramm.
Jetzt versteht ihr vielleicht, wie jeder von euch mit 118 Gramm ein Riesenviech bewegen kann. Warum? Alle Ressourcen gehen weg. Zu Hause, beim Bauern, im Restaurant und bei den Supermärkten. Was geht weg? Mensch, Erde wird verdreckt, Wasser wird verschwendet, Dünger, Pestizide und Energie. Und wenn selbst das nicht reicht, um ein bisschen Empathie, Betroffenheit für dieses Thema zu bringen, erinnert euch vielleicht an euren letzten Meeresurlaub und was habt ihr da gesehen? Müll im Meer. Weil das Ganze, wenn Erdbeeren aus Südspanien kommen, dann werden sie eben in einer Pappschachtel geliefert, die ist aber in Folie eingewickelt, die ist dann in Kartonagen zu 8 oder 10, dann sind da Styropor dazwischen, damit der Turm gut hält und alles perfekt ankommt und dann ist es mehrfach einfach foliert, damit es aus dem Grundwasserarm in Südspanien hier ankommt und hier perfekt serviert werden kann. Das ist genau das, was ich tue. Was werden wir daraus machen? Aus unserem Piloten in München werden wir ein Franchise machen. McDonald's in Food Waste sozusagen und damit in der Welt, in den Städten eine Alternative bieten zu konventionellen. Was wir da aufgebaut haben, ist, wir haben 2000 Quadratmeter letztes Jahr übernommen und haben dort mit vielen Menschen ganz viel umgebaut. Dieses Bürogebäude der ehemaligen Allianzversicherung war komplett leer und lau und triste. Und wir haben mit viel Farbe und Freude und geretteten Möbeln allerhand dort gemacht. Ihr seht hier, dass wir auch ganz viel Umweltbildung machen. Das ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen. Bildung ist für uns das, was die Gesellschaft verändern kann. Deswegen frage ich mich natürlich immer, wieso ist Bildung, wie sie ist. Ne? Aber das ist eine rhetorische Frage. Und das Spannende war, als wir das Community Kitchen entwickelt haben, kam der Eigentümer auf uns zu und hat gesagt, du, das, was ihr macht, ist toll. Ich habe da nur noch 40.000 Quadratmeter. Würdest du das auch übernehmen? Und ich einfach in meiner Naivität, kindlichen Naivität, okay. Und so sind wir jetzt eben, haben wir jetzt eben auch noch die restlichen 40.000 Quadratmeter. Und da machen wir ganz viel. Da haben wir Fotostudios, wir haben Kinos, wir haben Werkstätten, wir haben Meditationsräume, Bewegungsräume. Wir haben sozusagen die Menschen gefragt, was wollt ihr denn? Wo könnt ihr euch denn noch begegnen? Wo seid ihr nicht nur Konsument? Wo könnt ihr mehr tun? Warum ich davon erzähle, ist, weil wir hören ja die Tage ganz viel über Schule. Wir hören ganz viel über Elternhaus. Und ja, das ist ein Riesenthema. Ich habe mein Wirkungsfeld dort, was danach kommt, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, weil das eventuell auch den Eltern zeigt, dass sie ihr Kind nicht aufs Gymnasium treiben müssen, sondern dass man einfach, wenn man Bock hat, etwas zu tun, es auch einfach machen kann. Das ist das Gebäude, und zwar dieses rechte Gebäude, diese Spinne, ist ja organisiert wie eine Hand. Dieses Gebäude, dessen Hausfrau bin ich jetzt sozusagen, noch bis Ende 24. Das Schöne ist, wir werden krass ausgezeichnet. Nochmal, ich bin Tanzlehrerin und ich bin BWLerin. Ich habe null gastronomische Erfahrung, aber wir haben den Gastro-Gründerpreis bekommen. Am Freitag haben wir den zu gut für die Tonne-Preis bekommen von Jim Özdemir. Und jetzt habe ich auch noch die Handynummer seines persönlichen Assistenten. Und ich bin aktuelle Preisträgerin der Goldenen Bild der Frau des größten deutschen Frauenpreises. Und warum ich das hier sage, danke sehr. Warum ich das nur sage ist, und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, mein Gott, ist die narzisstisch, jetzt muss die sich da so darstellen, ja, jetzt muss die zeigen, wie toll sie ist, ich werde euch gleich zeigen, wieso. Ich verweise da auf YouTube, bitte schaut später dann mal, vielleicht kennt ihr den Film Coach Carter mit Samuel L. Jackson, tippt einfach mal bei YouTube ein Coach Carter, unsere größte Angst. Das ist ein Videofilm, was ich meinen Kindern, während sie aufwachen, der dauert 2 Minuten 23, meinen Kindern, während sie aufwachen, vorspiele, weil ich natürlich möchte, dass das einsickert in ihr Unterbewusstsein. Und genau deswegen mache ich das, weil wenn ich scheine, gebe ich anderen den Raum, auch zu scheinen. Warum ich das hier nur noch mal so ein bisschen ausführe, ist, im November wird der Award verliehen. Jetzt kann man aber noch einen Publikums-Award gewinnen und der ist dotiert mit 30.000 Euro. Das bedeutet, wir können 2.500 Schüler erreichen mit unserer Umweltbildung. Also, wer das unterstützen will, der geht auf Goldene Bild der Frau und macht 3 Klicks. Einen für mich, einen für Ich bin kein Roboter und einen einloggen, okay? Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Jetzt habe ich viel geredet und jetzt ist es so, warum liebe ich Food Waste? Food Waste, also das Thema, nicht die Tatsache, liebe ich deswegen, weil es ja Gründe gibt, warum so viel weggeworfen wird. Ja? Also es wird weggeworfen, weil MHD, da kommt dann immer ganz viel, genau, bla bla. Und weil es nicht mehr schön ist. Und jetzt meine Frage an euch, und ich möchte, dass ihr mitmacht, ist, wer findet sich hier schön? Wer steht frühmorgens vorm Spiegel und sagt, mein Gott, bin ich großartig? Wer findet das? Mhm.
Schön, schön, schön. Wir fragen das übrigens jede Klasse, die zu uns kommt, jede Lehrer. Okay. Dann eine nächste Frage, die ich ein bisschen verstehen muss. Wer weiß denn hier, wie Babys gemacht werden? Also ich habe 3, ich war dabei, sozusagen. Gott. Es ist spannend, weil es sagen immer mehr bei dieser Frage, ich weiß es, als bei der vorherigen. Mir zeigt aber dieses Antwortspiel, dass ihr überhaupt keine Ahnung habt. Deswegen erzähle ich es euch jetzt. Also, es gibt die Eizelle der Mutter und es gibt die Samenzelle des Papas. Und die Samenzellen, die haben ihr Leben lang trainiert, um die klügsten, die lustigsten, die schnellsten, die smartesten zu sein. Und sie schwimmen durch was auch immer. Und am Ende kommt eine Samenzelle ans Ei und babum, daraus entsteht ein Baby. Also egal, was die Stimme in eurem Kopf sagt, dass man sich jetzt hier nicht meldet, weil das wäre jetzt peinlich, oder dass man eine Frage nicht stellt in der Gruppe, weil man könnte sagen, mein Gott, wie dumm ist diese Person, oder auch vor dem Spiegel, du bist nicht schön. Und egal, was euer Umfeld zu euch sagt, eure Eltern, eure Nachbarn, eure Lehrer, eure Chefs, eure Kollegen, vergesst eine Tatsache nicht. Ihr seid als Gewinner und Gewinnerinnen geboren. Also wenn wir darüber reden, wieso man große Ziele haben sollte, ist, weil ihr genau so auf die Welt gekommen seid, um Großartiges zu schaffen. Damit meine ich nicht etwas, was die Presse hören mag. Darum geht es gar nicht. Aber es geht darum, über die Grenzen zu gehen, die ihr glaubt zu haben. Ich pflichte Gerald Hüther bei, deswegen, ich wollte ihm fast schon mich ans Bein kletten vorhin, aber ich pflichte ihm bei, wir werden geboren und es ist alles möglich für uns. Und dann kommt Sozialisation, gesellschaftliche Sozialisation. Die Eltern, die anfangen mit den Ängsten oder sagen, nee, mach mal nicht, lass mal den Mann in Ruhe oder nee, heb das nicht auf, das ist dreckig. Ich merke das immer wieder, wenn ich in der U-Bahn bin und gestern ist Otto Herz was runtergefallen. Ich war zwar vorne, aber ich war so, okay, komm, geh und gib ihm diese Visitenkarte wieder. Und dann, er schafft es, er wird es schaffen, alles gut. Aber ich war auch in einer Diskrepanz. Kann ich jetzt das Podium schnell verlassen und ihm helfen oder nicht? Vielleicht hätte ich es machen sollen. Was ich nur damit sagen möchte ist, und das ist eigentlich die machtvolle Aufgabe, wovor habt ihr denn Angst? Wovor verdammt nochmal hast du Angst? Was glaubt ihr, wie ich mich gefühlt habe, als ich so einen dicken Mietvertrag für 42.000 Quadratmeter unterschrieben habe, mit sehr vielen Nullen vor dem Konto? Angst. Und was sagt mir die Angst? Schau genau hin. Du brauchst Informationen. Aber die Angst ist nicht dafür da, damit sie mich zurückhält. Die Angst ist nicht dafür da, damit ich etwas nicht tue. Was sage ich mir dann immer? Okay, Günesch, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Privatinsolvenz in Deutschland. Okay, damit kann ich leben. Wenn das Schlimmste ist, was mir in Deutschland passieren kann, damit kann ich leben. Und dazwischen habe ich noch ungefähr 10.000 Stufen. Deswegen, die Frage ist doch, wovor hast du Angst? Und ich habe oft das Gefühl, deswegen Lebendigkeit, das ist ein Wort, was ich ganz oft benutze, ich möchte auch lebendig sein. Warum? Weil ich könnte jetzt sterben. Ich könnte jetzt einen Herzinfarkt bekommen, hier hinliegen und das war's. Und was will ich dann? Dann will ich ein erfülltes Leben führen. Warum? Mein Bruder hat das Down-Syndrom. Und er hat nicht nur das Down-Syndrom, er hat auch eine Trichterbrust. Und als er eben in die Pubertät kam, haben Ärzte gesagt, er wird nur noch 1-2 Jahre leben, weil er wird verenden. Diese Brust, der Knochen wird nicht wachsen, aber die Eingeweide werden alle wachsen und dann wird er einfach irgendwann nicht mehr aufstehen. Also habe ich mich mit ungefähr 18, 19 Jahren darauf vorbereitet, mich von einem mir sehr, sehr lieben Menschen zu verabschieden. Es ist mir nicht gelungen und es war Gott sei Dank auch nicht nötig, wie sich danach herausgestellt hatte. Also mein Bruder lebt, ist ganz fidel und macht immer noch jede Frau an, die nicht auf 3 auf dem Baum ist. Aber es hat mir eines gezeigt. Ich bin nicht auf der Welt, um auf den Tod zu warten. Ich bin auf der Welt, um großartig zu sein und zu leben. Und das ist jeder Einzelne von uns. Und jedes Mal, wenn ihr denkt, ich traue mich nicht, ich kann das nicht, dann schaut in den fucking Spiegel. Schaut da rein, weil da bist du als Gewinner auf die Welt gekommen mit einer Intention. Und die Intention ist, leb dich aus, probier dich aus, mach, worauf du Lust hast. Und für mich ist es einfach so, ich liebe dieses Feld in der Wirtschaft und Politik. Ich mag es, an den Spinnweben der Menschen zu rütteln. Warum? Bei uns im Community Kitchen wird Essen verkauft. Wie? Und was ist mit den armen Leuten? Ja, dafür haben wir Spenderessen, das geht auch. Ja, aber dann nehmt ihr den Leuten was weg. Okay, du hast keine Ahnung, wie viel weggeworfen wird. Allein im Münchner Großmarkt kann ich jeden Tag 6 Paletten Avocados holen. 6 Paletten Avocados, 6 Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr, weil der keine Feiertage kennt. 6 Paletten. Eine Palette 700 Kilo kann man hochrechnen. Jeden Tag. Und wisst ihr, wie die sind? Perfekt.
Warum? Die bräuchten halt noch eine Woche, bis sie beim Supermarkt sind. Schaffen sie aber nicht. Also werden sie weggeworfen. Wenn dann natürlich Menschen zu mir kommen, die aus Zeitung oder aus der Ferne heraus meinen, die Welt wäre so arm. Dieser Mangel, in dem wir alle so leben, oh mein Gott, das macht mich richtig krank. Warum? Weil wir leben in der Fülle. Spannende Tatsache vielleicht. Das Schöne ist ja, also wer jetzt hier noch nicht dran glaubt, dass er große Ziele machen kann, dass er mutig sein kann, dass er Gewinner ist, der kann eine ganz einfache Sache machen. Der kann sich das einfach einreden. Warum? Weil das Gehirn, ich hoffe, du pflichtest mir bei, nicht unterscheiden kann zwischen Fake und Real. Es kann nicht unterscheiden, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Also kann ich mir das einfach einreden. Fran Fine schon, die Nanny, die hat immer gesagt, du bist smart, du bist klug, du bist sexy. Das hat sie schon immer gesagt und das fand ich immer sehr, sehr cool als Kind und habe mir das so an die Pinnwand, an den Spiegel und habe das immer jeden Tag gesehen, egal ob ich ein Pummelchen war oder nicht. Das ist das eine. Das zweite ist, viele fragen mich, Günnisch, warum hast du so viel Energie? Das ist ja irre irgendwie. Ich denke, ich bin in einer gewissen Kohärenz mit dem, worauf ich Bock habe, aber das Wichtigere ist, ich weiß, dass meine ganzen selbstgemachten Emotionen nur 90 Sekunden halten können. Ich war früher ein sehr, sehr wütender Mensch. Diese Ungerechtigkeit im Leben, die hat mich gefrustet. Ich war sehr, sehr wütend. Und irgendwann habe ich gelesen, eine Studie, dass nur 90 Sekunden lang alle chemischen, biologischen, hormonellen Botenstoffe im Blut nachweisbar sind für diese Emotionen. Also habe ich eine Sache gemacht. Ich habe mein Handy genommen, als ich wieder wütend wurde, habe 90 Sekunden eingestellt und in diesen 90 Sekunden war ich alles. Ich war sauer, ich war ungerecht, ich war anmaßend, ich war laut, alles, geheult, alles. Und nach 90 Sekunden klingelt auf einmal dieser Timer und man fragt sich, oh, jetzt könnte ich raus aus dieser Wut. Ich könnte aber gewohnheitsmäßig auch drinbleiben. Vor allem könnte ich meine Mutter anrufen, die macht meine Wut noch besser, weil sie die ja stärkt. Ja, das könnte ich machen. Oder ich übernehme Verantwortung über mein Leben. Und glaubt mir jetzt eins, ich bin jemand, die ist leidenschaftlich, die hat auch Emotionen, aber sicherlich nicht länger als 90 Sekunden, weil das finde ich so eine Lebensverschwendung. Weil nochmal, ich bin ja nicht hier zum Sterben, sondern zum Leben. So, also, das ist ein ganz wichtiger Tipp, der hat mein Leben, by the way, verändert. So, warum mache ich das Ganze? Ich habe ja 3 Kinder und wir wissen ja aus der Geschichte, jetzt sind wir auch noch in Berlin, wo man diese Geschichte wahnsinnig leben kann. Ich möchte mir nicht vorwerfen lassen, dass sie zu mir sagen, Mama, ihr wusstet vom Klimawandel, ihr wusstet, dass wir um Ressourcen kämpfen werden, nicht jetzt Lithium oder so, was ihr da vielleicht gemacht habt, aber ihr wusstet, dass wir um Wasser, um Lebensmittel, um Land kämpfen werden. Das wusstet ihr. Warum habt ihr nichts getan? Ich möchte, dass sie mich fragen, wie habt ihr es geschafft? Und ich bin wahnsinniger Optimist. Ich glaube ganz fest daran, dass wir es schaffen können. Und das, was ich heute gemacht habe, ist, denke ich, ein kleiner Baustein. Ich habe euch den Gedanken gesät. Und der kann jetzt wachsen in eurem Kopf. Und jeder, der Lust hat, irgendwie zu sagen, ich bin bereit für große Sachen, ich bin bereit für kleine Sachen, egal wie, wenn ihr den Kick in den Hintern braucht, dann kontaktiert mich, okay? Ich bin offen für alle, ich freue mich, wenn wir alle Teil der Transformation werden und noch ein allerletztes vielleicht, verzeiht, ich bin dann auch fertig, ein allerletztes noch ist, warum habe ich so große Ziele? Nimm einen Tischtennisball, halt ihn vors Gesicht und jetzt kommt ein Problem und ich sehe es nicht. Nimm einen Heliumballon und halt ihn vors Gesicht. Jetzt kommt ein Problem, ich sehe mein Ziel. Ich rede mit Ernährungspädagogen und die sagen, wir müssen Ernährung in die Schulen bringen. Ja, super, bin voll dabei. Und dann sagen die, ja, weil die Kinder, die haben ja überhaupt keinen Bezug mehr dazu. Kann ich bestätigen, bei uns ist es so, die schnibbeln ja gern mal 1,5 Stunden Paprika und dann wird manchmal ein rundes Objekt auf eine gerade Fläche gelegt, nicht festgehalten und reingeschnitten. Dass das nicht ganz gut laufen kann, ist irgendwie klar. Sie lernen aber sehr schnell. Und natürlich kann man dann aus der Erwachsenenposition heraus zu sagen, oh Gott, schau dir das bloß an. Die können das gar nicht. Oh Gott, die armen Kinder. So. Dann sage ich aber ja. Und dann sagen die, ja, deswegen sollen die Obstsalat machen lernen. Da kommt mir ja manchmal wirklich die Gurgel hoch, weil ich sage, Leute, ganz ehrlich, Obstsalat kann ich mir sogar berechnen und erdenken, wenn ich kein Obst schneiden kann. Lasst uns doch mit den Kids Croissants machen, mit eigenem Teig. Lasst uns Coq au vin machen. Lasst uns geile Sachen machen, wofür es sich überhaupt lohnt, aufzustehen. Ja? Ja, sie werden keine Patissiers vielleicht, sie werden keine Köche, aber darum geht es nicht. Nur wenn ich einmal einen Blätterteig selbst gemacht habe, dann bin ich im Einkaufen anders. Dann wundere ich mich vielleicht nicht, dass ein Croissant auch mal 4 Euro kosten kann oder warum es eigentlich bei einem Discounter nur 1 Euro kostet.
Da passiert was, da passiert Bildung für nachhaltige Entwicklung, da passiert Ganzheitlichkeit. Dieses Erleben, Leben ist der Ursprung von allem und in meinen Augen auch die Lösung von allem. Also, ich freue mich auf große Sachen mit euch. Kommt auf mich zu. Ich freue mich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Günesh. Und ich freue mich persönlich, dass ich mit dir nachher noch eine ganze Stunde habe zu plaudern hier im Audimax nach dem Gespräch von Professor Hüther. Ich habe noch eine Frage. Du hast ja jetzt erzählt, was du alles machst, wie du es machst und hast uns alle auf jeden Fall mitgenommen. Und ich hoffe sozusagen, dass ihr das alles natürlich weitertragt. Wie stellst du dir im besten Fall die nächsten Jahre vor? Also wo soll es für dich weitergehen in eurem Unternehmen? Ah, für mich ist es so, ich möchte mal Menschen befähigen, Teil dessen zu sein. Also ich bin immer, wir haben jetzt 30 Mitarbeiter, wir haben 60 ehrenamtlich, das wächst und gedeiht. Wir sind gerade an EU-Geldern dran, also Skalierung ist eine Thematik. Wir wollen andere Eco-Entrepreneure weltweit befähigen, dass sie auch ein Community Kitchen machen können. Immobilieneigentümer kommen gerade auf uns zu und sagen, hey, lasst uns auch dieses Share, das daneben eben machen und so. Das ist für mich etwas, aber ich gebe zu, für mich ist wichtig, dass ich jeden Tag was lernen kann. Sobald ich aufhöre zu lernen, wird es für mich Routine, langweilig, ich höre damit sofort auf. Und das ist eigentlich deswegen, wo bin ich in 5 Jahren? Weiß ich nicht, vielleicht bin ich dann bei Textil oder vielleicht auf einer Insel. Hauptsache lebendig. Perfekt, vielen, vielen Dank und wir sehen uns wieder hier. Ja.